Ja, da, da, da. Vor einem Jahr habe ich den Kanal der HBK gegründet. Seitdem haben wir uns durch so einiges Let's Play gespielt. Zur Feier des Tages habe ich 15 meiner absoluten Lieblingsszenen aus meinen eigenen Let's Plays genommen und in diesem Video für euch zusammengeschnitten. Viel Spaß bei meinem Countdown der Top 15 Lieblingsszenen aus dem Jahr 2011 und 2012. In dem Spiel Binding of Isaac, da gibt es so manche Gegner, die recht komisch aussehen. Wie zum Beispiel die nachfolgenden Viecher, die, wie ich finde, eben so aussehen, so wie ich sie halt betitle. Ihr werdet schon sehen. Aber auf jeden Fall finde ich, ist das eine wirklich der genialsten Reaktion, die ich auf einen Gegner in Isaac bisher hatte. Viel Erfolg, viel Spaß meine ich. Aber ich mache jetzt den Run erstmal noch zu Ende und dann kriegt sie. Und Laservaginas. Ich habe meine Tage extrem. Ich hab doch gesagt, du sollst mir Tampons kaufen! Lark! I'm a foreign vagina laser! Bla! Okay. Das war irgendwie creepy. Platz 14 geht an, ja, die Chaosaufnahme zusammen mit der Cookie und dem Luigi. Ich nenne das gerne Chaosaufnahme, weil es einfach mal ziemlich chaotisch war. Und ja, in dieser folgenden Szene, wir haben den großen Dodongo besiegt und jetzt kriegen wir eine kleine Belohnung und ich find's einfach sehr lustig. Viel Vergnügen. Nerd. Ist egal, du bist unter Nerd. Ich hoffe, die haben beide gutes Deo. Ich hoffe, die da stehen. Die du hältst die Wehr vor Man. Schleichwerbung. Auf dem nächsten Platz haben wir ein bisschen Aufklärung, weil ich einfach mal, ich sag mal so, ich habe ein bisschen angefangen rumzufluchen und das haben wir einfach mal genutzt, ein bisschen Aufklärung für unsere jungen Zuschauer zu machen und was genau ich damit meine, das seht ihr hier. Ich habe immer gerne Gott gespielt. Ich hab ach, fick dich doch. Oh, jetzt habe ich's gesagt. Ich hab auch schon fick dich gesagt. Mach dir nichts draus. Ficken! Ich wollte es mal sagen. Das ist einfach nur amüsant und macht das ganze Spiel ein wenig interessanter und lebhafter. Das tut mir leid, wenn das sich hier. Wenn das hier jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, sprachmäßig abrutscht in eine Sparte, wo man eigentlich sonst nicht hin. Also, liebe Kinder, wenn ihr euch fragen solltet, was das heißt, fragt eure Eltern. Fragt einfach, was ist Geschlechtsverkehr. Dann wisst ihr auch, was Ficken ist. Nicht wahr? Und sollten eure Eltern das nicht wissen, dann würde ich mir Sorgen machen. Denn eure Eltern sollten das wissen. Weil sie es schon mal getan haben. Ja, ich mag Herr der Ringe, aber es gibt einen Charakter, den ich irgendwie eigentlich immer recht cool fand. Aber irgendwie hat er sich nach Ocarina of Time verirrt. Und das ist dabei rausgekommen. Wer bist du denn? Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Guck dich mal an, Gollum! Alter! Hier, guck mal, Goldnüsse, dein Schatz oder was? Ja, ne? Mich widerlich nennen, Alter. Guck dich doch mal an. Guck dir ins Gesicht. Also ich habe ja schon viele komische Hobbys und sowas gehört, aber das Nachfolgende schlägt einem echt irgendwie, das schlägt wirklich alles. Ja, und es verstört mich heute immer noch, bis heute, auf so vielen Ebenen, dass ich gar nicht erzählen kann, wie schockiert ich darüber bin. Ein Abschluss an der Bushaltestelle. Wie geil ist das denn? Gruntildas Marotte auf einer Party ist alle Gäste zu fressen. Alle Gäste zu fressen? Sie isst die Partygäste auf? Oh mein Gott! Ich dachte mir, dass es schrecklich ist, aber...
Manchmal laufen Aufnahmen einfach nicht so, wie man es sich gedacht hat. Selbst wenn man einen Zettel an die Tür klebt und dann trotzdem noch irgendwer doof an die Tür klopft. So geschehen bei der Chaosaufnahme und leider ist es dem lieben Luigi geschehen. Danke nochmal an euch beide fürs Mitmachen. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee kann gerade nicht auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Die Fee kann gerade nicht auf dem Gipfel, kann gerade nicht. Sehr geil. Die Fee ist total hässlich, würde ich nur anmerken. Auf dem 9. Platz zeige ich erfolgreich, wie man es schafft, zu denken und zu reden gleichzeitig und dabei beides komplett durcheinander zu bringen. Und das stammt alles aus dem Let's Play zusammen mit dem Storm Hunter Live. Vielen Dank nochmal dafür und viel Spaß mit der nachfolgenden Szene. Das ist mein Platz, denke ich mal, in dem Fall, in der Runde. Mann! Ich fange chill so, über die Wiese. Nein! Nein! Ich hätte den dritten machen können! Da ist doch noch eine Runde. Achso. Ich dachte, das ist dritter Platz. Trotzdem war es ärgerlich. Ich dachte, das ist dritter Platz. Ich dachte, es ist die dritte Runde. Aua. Weil du schon sagtest, der achte wird deiner sein. Ja. Deswegen, wenn erst die zweite Welche Runde ist, dann ist noch machbar. Auf der Runde. Ja, und auch für die nächste Szene, da muss ich mich dann bei jemandem bedanken, und zwar bei der lieben German Ivy, die wirklich ihren einzigen Let's Play-Auftritt in dem Sims Let's Play gemacht hat. Ja, tolles Let's Play, solange es gedauert hat. Und ich weiß nicht, irgendwie spricht das hier schon für sich, würde ich sagen. Wo ist Big Gronk? Ich suche Big Gronk. Kinder, unter Kinder steht das. Da oben. Das haben wir jetzt an. Big Gronk. Big Gronk. No. Jetzt ist die Musik wieder da. Ja. In der nachfolgenden Szene ist etwas passiert, was ich so vorher noch nie gesehen habe und bisher auch noch nie nochmals irgendwo gesehen habe. Und ja, diese Szene stammt aus der Folge, die meinen Untertitel Der Meister des Fails sehr geprägt hat. Platz Nummer 7. Ich bin durch das Spiel geglitscht. Verdammt nochmal, was soll denn das? Die folgende Szene stammt aus einem meiner verschiedensten Livestreams, falls ihr es noch nicht wisst, ich mache aber jetzt mal Livestreams, bla bla bla. Hier, kleine Schleichwerbung, egal. Aber, ja, in der folgenden Szene ist etwas passiert, womit wohl wahrscheinlich keiner gerechnet hätte, am allerwenigsten anscheinend ich. Platz Nummer 6. Gemein, der hat gesagt, der ist schon die ganze Zeit da. Hallo, seid ihr? Du bist ja dumm. Hast du dich gerade erschrocken? Leicht. Weil ich damit nicht gerechnet habe. Aber mach ruhig weiter. Oh mein Gott. Da ist er erschrocken. So herrlich. Soll ich mal meinen Topf auf, dann kann ich mich wieder meine Hand verstecken. Der nächste Platz zeigt mich als sehr passionierten Gamer, denn es sind ein paar Szenen, in denen ich mich sehr gefreut habe, dass ich gerade etwas geschafft habe, was ich sonst noch nie vorher hingekriegt habe. Platz Nummer 5, jawoll, passionierter Gamer, HBK. Hoffentlich direkt jetzt gegen die Bombe. Und, das sieht gut aus, wunderschick. Der ist jetzt sauer. Und lässt das Spielfeld zusammenkrachen. Mario? Sag es uns noch einmal.
Jawohl! Ja! 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 Ich glaub's nicht. Du hast mich besiegt. Es schießt gerade das Adrenalin durch meinen Körper, das glaubt ihr nicht. Ja! Ja! Jawohl! Ja! 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 Geschafft! Verdammte Scheiße, ihr habt's geschafft, Leute! Oh, episch! Epike Epicness! Verdammt nochmal! Jawohl! Und wieder mal zum ersten Mal in meinem Leben etwas geschafft. Und das im Let's Play. Dieses Spiel will mich manchmal einfach nur trollen. Seien es irgendwelche Gegner, die man nicht sieht, seien es die komischen Items, die ich bekomme, oder seien es irgendwelche dämlichen Sprüche, wie jetzt auf Platz 4. Die Maschine ist, in die ich einfach mal mein ganzes Geld reinstecke. Ja, Marry and Reproduce würde ich gerne, ich würde gerne heiraten. Aber dafür bräuchte ich erstmal eine Freundin. So, und falls ihr gedacht habt, irgendwie aus dem Livestream, Susi ist meine Freundin. Nein, falls ihr gedacht habt, Cookie ist meine Freundin, auch nicht. So. Keine Ahnung, warum jetzt ausgerechnet Cookie. Hätte ja sein können, dass das jemand von euch gedacht hat. Und die Bombs Akiple, die hat mir gerade meinen Schlüssel weggenommen, wodurch ich nicht in den Itemraum komme. Das ist scheiße. Das ist mega scheiße. Und die Kiste kann ich auch nicht öffnen. Und auf dieser Ebene bekomme ich dann auch keinen Schlüssel mehr. Weil hier keine Räume mehr sind, wo ich Schlüssel bekommen könnte. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt hier lang zu gehen und nochmal nach oben zu gehen und hier links an der Mauer zu gucken, ob da ein Geheimraum drin ist. Ja, das kann ich machen, ne? Und dann gucken wir mal. Und, hey, sieh einer an, da ist ja ein Geheimraum und, boah, 9 Münzen, wow, dadurch kommen wir auf 11 Münzen, wie geil ist das denn? Wow, schnell Flammen ausmachen und noch eine Münze bekommen. Oh, wir sind so geldgeil, weil wir YouTuber sind. Und, oh, guckt euch die Fliege an. Selbst unser Gestank ist so extrem, dass selbst die Fliege so Abstand nimmt. Und gucken wir uns doch mal den Boss an, was der Boss so macht. Oh, das ist ja Pin, der kleine Kackwurm. Na, was will er denn? Na, komm mal her, du Assi. Was willst du denn? Ja, kotz doch durch den Raum. Ist mir doch egal. Ich wische es nicht weg. Das hier ist dein Raum. Und jetzt bist du mir ins Gesicht gesprungen, du Idiot. Was soll denn das? Hallo? Würdest du damit aufhören, bitte? Dankeschön. Und einfach mal in meine Fliege reinspringen, wie gerade eben. Das wäre voll toll, weil dadurch nimmst du extrem viel Schaden, weil meine Tränen mal so gar nichts machen. Oder treff dich doch selbst mit deiner komischen grünen Spucke. Dadurch machst du dir nämlich selbst Schaden. Und falls ihr das da draußen noch nicht wusstet, er kann sich mit seiner Giftkugel selbst Schaden zufügen. Das ist super, weil man da manchmal nichts machen braucht, weil er manchmal wirklich einfach auf sich selbst feuert. Und warum bin ich jetzt nach unten gegangen, obwohl ich weiß, dass er da, wo er rausgekommen ist, auch wieder ist und wieder rauskommt. Warum habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Einfach nur, weil ich irgendwie gerade total durcheinander bin und hier spucke ich dich an und dann, bam, und da bist du tot. Oh, da geht er down. Und boah, Tier ist und HP ab und guckt mal meinen bösen Gesichtsausdruck. Jetzt, boah, ich bin sauer. Nächste Ebene. Für Platz 3, die Bronzemedaille sozusagen, muss ich ein sehr großes Dankeschön an den lieben Feronas LP aussprechen, mit dem ich dieses geniale Let's Play zusammengezimmert habe. Ja, Super Smash Bros. Brawl, da passieren manchmal sehr geile Sachen, wie zum Beispiel das folgende. Viel Spaß! Hallo! Wow! Alter! Wie geil ist das denn? Ey, da müssen wir einen Reflop einfügen, ey. Oh, nicht vom Allerfeinsten. Das muss gespeichert werden. Auf Platz 2 ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus meinen eigenen Let's Plays. Deswegen ist sie natürlich auch hier in den Platzierungen. Aber ich meine, die gehört wirklich zu einem der wirklich top Plätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz knapp nur auf dem 2. Platz gelandet, aber der 1. Platz hat es definitiv mehr verdient. Hier bekommt ihr Link, Motherfucker. Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Ich bin Link, Motherfucker. Oh, was ist das? Das ist... eine Fee.
Nein, es ist mein helfender Elf. Dann kommst du aus dem Wald? Nicht gleich beleidigend werden. Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Ey, jetzt will die mir auch gleich kaum... Ich habe noch nicht mal zwei Worte mit ihr gewechselt. Schon will sie Schmuck von mir haben. Weiber. Nun, hast du ihn dabei? Soll ich mal ganz kackend dreist Nein sagen? Nein, natürlich ja. Wie ich mir dachte. Vierzehn Plätze haben wir nun hinter uns. Und die Frage ist natürlich, was ist auf Platz 1? Was könnte es nun gut möglich sein? Ihr habt es schon ein paar Mal gehört, immer wenn eine neue Platzierung war. Und jetzt könnt ihr auch sehen, wo diese epische Lache auch herkommt. Ihr mögt sie vielleicht komisch finden, ich fand's einfach nur genial, die ganze Szene. Und deswegen bekommt ihr hier jetzt, unzensiert, ungeschnitten, einfach nur die mieseste Lache meines Lebens. Platz Nummer 1, 2011 und 2012. Geht an Mario Party 3. Jackson! Was sagt ihr? Schuldig oder nicht schuldig? Das ist hier die Frage. Shenzheim ist nicht die richtige Antwort. Entweder schuldig oder nicht schuldig. Die Air ist auch keine Antwort. Ja, okay. Wow! Nein! Ah, schöne Sache. Mann, was ist so eine Scheiße, Alter? Das gibt's doch nicht. So eine Pisse. Unfair. Ich find das total fair. Ja, weil es für dich ist. Ja. Arsch.